Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir schließen heute mit dem vorliegenden guten Beschluss eine für viele Menschen in der Stadt wichtige Debatte zu unseren Vorstellungen einer bürgerfreundlichen und ökologischen Altglassammlung mit großem Konsens ab. Für die gute Debatte dazu sage ich auch gern herzlichen Dank an die Kollegen der CDU und FDP, auch wenn die Motivation bei uns auf jeden Fall eine bürgernahe und kommunale Politik auf einer bürgernahen und kommunalen Politik liegt und weniger bei garantierten Gewinnen für profitorientierte duale Systeme, die sich selbst kontrollieren und untereinander die Entsorgungsgebiete nach wirtschaftlichen Interessen zuschieben. Meine Damen und Herren, wir wissen genau, dass mit dem heutigen Beschluss der Kampf um die haushaltsnahe Berliner Altglassammlung gerade wegen der durch Bundesgesetz geteilten Zuständigkeit bei der Gestaltung und Organisation der Abfallsammlung zwischen privaten, gewinnorientierten Unternehmen und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern nicht abschließend beendet ist. Aber wir liefern heute einen wichtigen Auftrag an unseren Senat mit regelmäßiger Berichterstattung. Meine Damen und Herren, im Ausschuss haben die Besprechung und die Anhörung verdeutlicht, dass die Qualität und Quantität der Altglassammlung mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den dualen Systemen gemeinsam optimierbar sind. Und uns ist und bleibt es dabei wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger nicht zu Optimierungsverlierern werden. Als rot-rot-grüne Koalition werden wir weiterhin besonders auf die gerechte, stadtverträgliche und ökologische Ausgestaltung des Sammelsystems achten. Herr Staatssekretär, Herr Tiedo, auch wenn er jetzt gerade nicht da ist, hat in der Anhörung zugesagt, dass auch die letzte Möglichkeit im Bundesrat genutzt werden kann, um die Berliner Interessen zu wahren. Wir möchten Frau Günther ermuntern, für die Anhörung im Vermittlungsausschuss zu kämpfen und mit dem Verpackungsgesetz dann letztendlich doch noch eine echte kommunale echtes kommunales Gestaltungsrecht zu erwirken. Mit der neuen gesetzlichen Grundlage erreichen wir vorzeitig die Veränderung im Entsorgungsgebiet Lichtenberg, Marzahn, Hellersdorf und Treptow-Köpenick. Und deshalb wird unsere Stadt daran auch gewinnen. Vielen Dank.